Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir mal kurz weitermachen hier. Sieht ja hier schon lecker aus. Lieber beiseite gehen, mein Großer. Ich glaube, der hing fest. Bin mir aber nicht sicher. So, haben wir irgendwelche Autos, die wir öffnen können? Ja, hier. Dann machen wir sie doch mal auf. Man schnorchelt mich nicht an. Nicht, wenn ich mit meiner fetten Axt hier rumrenne. Peter, ich bin vor dem Tunnel, der zur Autofabrik führt. Der Eingang ist zu. Ich klettere hoch und komme übers Dach rein. Seien Sie vorsichtig. Walls ist extrem gefährlich. Ich weiß. Ich werde versuchen, das Tor zu öffnen. Okay. So. Oh. Er hat es auch schon mal probiert, so wie es aussieht. Er ist nicht so ein guter Kletterkünstler wie ich. So. Das hilft mir jetzt inwiefern? Ach, hier. Na denn? Leiter für später. Alter, hat geklappt. Ich bin drin. Alter? Ich bin drin. Okay, wir haben es gleich geschafft. Suchen Sie nach Generatoren. Das Militär hatte sie immer als Notstromquelle. Bringen Sie einen Generator zum Laufen, dann sollte das Tor aufgehen. Na gut. Na, schmeckt. Ich hab nur gefragt, ob es so schmeckt, aber er wollte mir keine Antwort geben. So, teile nämlich nochmal mit. Das hat mir gerade noch gefehlt. Was sind du für einer? Okay, er rennt mich einfach um. Na komm. Und tschüss. Ja, du warst eigentlich recht simpel, wenn man dich verstanden hat. So, einmal kurz, ein Atemzug. Tja, war halt keiner da, der sie kaputt machen konnte. Okay, Heber, Wube, check den anderen Ausgang und geh durch den Tunnel. Waltz müsste in der Nähe sein. Okay, es geht los. Gute Arbeit, Soldat. Aether! Aether! Die U-Bahn-Basis wird angegriffen! Der Bazar! Sie wollen... Was zum Henker? Die Tür... Hm.
Mist! Schluss jetzt! Wir müssen den Strom wieder einschalten. Sicher eine Sicherung rausgeflogen. Hier muss irgendwo ein Sicherungskasten sein. Hey! Ach komm! Oh Scheiße, was für ein Chaos! Suchen Sie ihn. In der Nähe müsste ein Verteilerraum sein. Ich sagte doch, du sollst draußen bleiben. Du hast mir gar nichts zu sagen. Leute, Waltz könnte hier sein. Konzentriert euch, verdammt! Wir warten, Aiden. Ja. Gut, dann mach ich mal. Gezwungenermaßen. Ich glaube nicht, dass ihr mir jetzt viel helfen werdet. Gut, hier komme ich nicht weiter durch. Das heißt, wir müssen von hier aus ran. Mich hier rein. Ah, sehr schön. Gut. Dann wird erstmal geöffnet hier. Und die guten Schachteln Zigaretten wieder in Sicherheit gebracht. Sonst noch was hier? Nope. Also wieder raus. Dann können wir nochmal öffnen. Alkohol wäre mir jetzt lieber im Kofferraum. Aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Wenn ich hier schon eine große Truhe kriege. Macht mir das ein bisschen Sorge. Ja, mal, wo ist er dann? Da ist er. Nehmen wir erstmal alles mit. Natürlich ist diese Tür zu. Okay. Nächstes Schloss. Oh, Elektroteile. Kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ist aber nichts weiter. Die Tür ist aber auf. Na, immerhin. Pepper, irgendwas gefunden? Hier sind Kabel. Aber alles unter Wasser. Sieht nicht gut aus, Lieutenant. Die Geräte sind seit 15 Jahren stillgelegt. Suchen Sie weiter. Hoffentlich ist das nicht der Grund für den Kurzschluss. Na gut. Aha. Hier war jemand. Hat das Kabel rausgerissen. Aber wenn hier jemand war. Sollten wir vielleicht vorsichtig sein, aber trotzdem nochmal so ein bisschen Zeug hier mitnehmen. Gut. Und dann Stecker wieder rein. Ja, ganz sauber durchs Blut gelaufen, wa? Ist Tarkon hier durchgekommen? Ich habe es ja kaum bis hierher geschafft. Sollte das Harkon. Ah, verflucht. Irgendjemand hat diese Tür verschlossen. Ah, hier. So, einmal hier hoch. Und krabbeln. Hey, hier drin ist jemand. Wer ist es? Schnappt ihn euch!
Hä? Da haben wir nochmal ein paar Drähte. Kann irgendwie nicht sein, dass er das ist. Das Walt selbst ist. Das wird zu einfach. Da drüben liegt halt noch ein bisschen Krempel. Komme ich da nicht irgendwie hin? Ne, die Tür kann ich nicht öffnen. Na gut, dann. Sie werden für Lukas bezahlen. Hat sie Jack Matt immer noch an der Leine? Sparen Sie sich das für den Richter, der Ihnen dann den Kopf abhacken lässt. Meinen Sie wirklich, dass es so kommen wird, Leutnant? Lukas Tod war bloß der Anfang. Sie geben zu, dass Sie ihn töten ließen? Packt ihn! Warum stört Sie sein Tod so? Macht Ihnen Ihr neuer Posten keine Freude? Neuer Status, neue Aufgaben, neue Chancen? Verdiene ich dafür nicht zumindest ein Dankeschön? Labern können Sie, aber jetzt ist Schluss. Handschellen, Hepper! Freut mich, dass du endlich bei uns bist und nun gib mir, was du mir geklaut hast. Gib den Schlüssel zurück, Junge, sonst geht ihr alle drauf. Fuck! Hepper! Worauf wartet ihr noch? Tötet ihn! Du wirst für deine Taten büßen! Schau an, das Jüngelchen markiert den großen Macker. Dabei ist er doch noch ganz klein. Nichts als ein kleiner Junge. Nein! Der hier ist auch tot. Er hat sie komplett verwurstet. Hey, sieh mal da, da bewegt sich was. Der Boss ist in der Fabrik. Sag Bescheid. Hey, mit dem stimmt was nicht. Oh, Scheiße. Okay. Was ist jetzt los? Was war das denn jetzt? Was zum... Da, mir dreht der Kopf. Was ist mit mir? Was ist hier passiert? Der Schlüssel. Walt hat den GRE-Schlüssel. Das war's, Walt. Dich hole ich mir. Wie hab ich... Ich frag mal lieber nicht. Wie ich was gemacht hab. Ich frage mich jetzt sowieso, Walt müsste ja dann genauso mit dem Hemmstoff vollgepumpt sein. Ah, super. Das war ganz schön knapp. In die falsche Richtung gelaufen. Hier halt einmal kurz das Schloss knacken. Alter. Na, das sieht ja hier lecker aus, ne?
Wieso lässt du los? Wieso lässt du los? Ich hab doch fehlgehalten. Wieso hat er denn jetzt losgelassen? Und wieso starten wir jetzt bei den toten Peacekeepern? Ich hab keine Ahnung. Alter, nee, da. Aber da müssten die anderen das ja auch dementsprechend geschafft haben hier, oder? Nee. Also, der ist ja noch leer. Okay, jetzt habe ich sogar noch weiter nach oben geschafft. Wunderbar. Taschen nehme ich nochmal mit. Alter, ist das hier ein richtig böses Eck. So, Honig und Co. nehme ich gerne mit. Hier ist überall die gelbe Sabba. Da unten muss ich hin. Na gut. Das war ja noch relativ simpel. Alter, das sieht hier aus. Aber als wenn das da freigespült worden ist, ne? Warum kann ich mich nicht... Muss mich rüber hangeln. Oh, Ausdauer, komm schon. Mann, gut. Oh, hier ist noch was Lilanes. Aber öffnen. Epischen Loot nehme ich gerne mit, wenn er da drin ist. Ja. Ja gut, ein Aufputschmittel ist ein Aufputschmittel. Da sage ich nicht nein zu. Und jetzt da unten runter. Alter, das dröhnt ja schon richtig hier. Jetzt Autofabrik. Na gut. Seht euch zwei. Dann kommt der nächste an. Wir überlegen, euch schnell kalt zu machen oder euch leiden lassen. Aber kann das denn sein? Was? Meint ihr, wir sollen warten? Wofür zum Teufel? Hier gibt's nichts. Okay. Könnt mich hier erstmal ein bisschen durchsneaken.
Ich sehe aber selber dann auch nichts. Ist so eher mein Problem. Aber das mit dem Stechen funktioniert. Ja, diese abgelegenen Posten sind immer die besten, ne? Sei denn, man kriegt das Ding hier nicht aufgeschnittelt. Jetzt aber. Gut. Okay, wenn du nicht in Frage stellst, ist das schon mal gut. Da ist halt noch einer. Da sind zwei. War wohl doch nichts. Den habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Schon mal gut geholfen. Das haben die Hälfte der Leute schon mal nicht mitgekriegt. War das einer von uns? Scheiße. Dieses Arschgesicht sollte nicht hier sein. Wer auch immer. In die Falle gelaufen. Wenn hier Peacekeeper vorbeikommen, zeige ich denen, wo der Hammer hängt. Ach echt? Warum kann ich hier keinen Hinterhalt machen? Na gut. Gehen wir mal hier lang. Aber so weiter nichts. Das könnte schon eher klappen. Hat keiner mitbekommen. So, das nehmen wir auch mit. Von einem Busch in den nächsten. Danke für die Wurfmesser. So. Machen wir mal weiter rum hier. Bist du dir sicher? Ich denke, nur noch der Eins ist sie hier, ne? Und dementsprechend passt das. Sieht sie wirklich außen rum oder? Nein, muss ich nicht.
Aber sie... ich hätte hier klettern müssen. Das war niemand. Das war immer noch niemand. Hier ist alles okay, denke ich. Wer ist das noch? Den anderen sehe ich halt nicht. Da ist er. Mal kurz die Flasche. Hat das noch wer initiiert? Ich traue meinen Augen nicht. Hatte nur einen Moment, verdammt. Na ja, komm. Hat nicht so geklappt? Nee, dachte ich mir schon. Mal was anders. Will der andere nicht auch rein? So. Was für ein Scheiß. Das kann doch nicht sein. Was zum Teufel? Hat das noch wer in Visier? Das ist schon ein Kracher. Na du? Verarsche ich dich gerade ein bisschen? Gut. Darf ich eigentlich auch in Ruhe springen? Und ich habe mal Stealth geschafft. Und jetzt habe ich auch nämlich gesehen, wie ich springen soll. So. Und so. Einmal rum. Einmal so. Und dann sind wir auch weiter. Ganz leise und tschüss. Hier haben wir noch eine Notiz. Was haben wir hier sonst noch? Honig. Hier komme ich nicht durch. Ich will jetzt das Licht mal nicht anmachen. Weil in Feindesterrain mit Licht und so. Schon ein bisschen blöd. Ich glaub's ja nicht. Eine Dose. Noch eine. Hier rumzustehen. Schön leise bleiben. So. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Hier ist noch ein Mülleimer. Wo ist sie? Du, dich habe ich doch schon mal getötet. Diesmal geht das nicht daneben. Du warst also mal mein Seltsam.
Na gut, bevor ich dich töte, darfst du ein echtes Spektakel erleben. So schließt sich der Kreis. Wir kehren an den Anfang zurück. Und nun erlebe, wie Geschichte geschrieben wird. Geschichte? Wir waren 5 Jahre alt. Du hast Kinder gefoltert. Wir waren Kinder. Aber doch für einen guten Zweck. Du kannst mir danken, dass du noch lebst. Stärker bist als andere. Ein Erwählter. Stärker, als ich jemals dachte. Und doch schwächer als ich. Willst du noch was sagen? Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Schwester? Was hast du mit mir gemacht? Aiden, du lebst. Lauf! Moment, ich muss... Was zum Henker? Lauf, er verwandelt sich. Okay, wohin? Gut, wir laufen. Lauf! Ja, ich lauf. Mach, dass du da rauskommst. Komm schon, lauf! Ja, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf so schnell wie ich kann. Ja. Hier! Ich komm schon, ich komm schon. Mach doch die Tür nicht zu. Lass sie doch für mich offen. Oh Gott. Er kann gut brüllen. Ja, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Komm schon. Beeilung. Schneller geht halt nicht. Gut. Auf euch habe ich gerade keine Zeit. Komm, 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 komm. Hoppala. Gehen wir mal aus dem Weg. Nimm das hier. Noch ein Stück. Ja, ja. Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Aua. Okay, nicht mehr weit. Hört sich gut an. So, ich sehe nichts. Um Gottes Willen, jetzt geht's ja richtig los hier. Alle hab's. Lauf, Aiden, lauf, 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 lauf. Hoch.
Das war knapp. Und jetzt? Rede! Wer zum Teufel bist du? Ich bin Aiden, und du? Warum hilfst du mir? Zeig mir deinen Arm. Komm schon. Ich beiße auch nicht. Zumindest nicht fest. Wir haben etwas gemeinsam. An mir hat der Irre auch experimentiert. Mia, hast du sie gekannt? Mia? Nein. Wer ist denn Mia? Sie ist meine Schwester. Wir waren in einer GRE-Einrichtung. Ich muss sie finden. Hm. Wenn sie noch lebt, dann verkauft sie sich bestimmt irgendwo in der Stadt. Für Wasser. Was? Kann ihr keinen Vorwurf machen. Was redest du da? Scheiße! Hey! So ist die Welt nun mal. Ich meine ja nur... Ich muss sie finden. Okay, lass uns von hier verschwinden. Keine Ahnung, ob wir dem Psycho los sind. Okay. Gut, aber bevor wir jetzt da weitermachen, machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.